den Anblick kennen auch einige von euch, die mit dem Auto anreisen. Störbrücke Itzehoe. Nach einem heute doch etwas windigen und durchmischten Tag, da es jetzt aber windstill geworden ist, fahre ich für euch noch mal schnell rüber, um mal den Stand der Vorbereitungen zu sehen. Ist nur noch eine Woche, bis die Campgrounds öffnen, sodass ich euch in diesem Video jetzt ein paar aktuelle Infos gebe. Tipps noch mal zur Anreise, da hat es einige Rückfragen gegeben, die ich dann noch mal für euch klarstelle. Es sind ja, darf man nie vergessen, auch viele dabei, die das erste Mal nach Wacken fahren und dann wirklich Fragen haben, über die regelmäßige Festivalgänger dann eigentlich eher lächeln, weil sie sagen, das weiß man doch. Ja, das weiß man, wenn man da gewesen ist. Wenn man das noch nie gewesen ist, dann stellen sich einem diese Fragen. Und ich gebe euch Tipps dazu, was ihr auf ein Festival mitnehmen solltet, insbesondere auf ein Festival wie das Wacken Open Air. Eine erste Frage, die vielfach gestellt worden ist, bezieht sich auf den Verkehr. Ob es nicht irgendwo sinnvoll ist, bestimmte Wege, bestimmte Strecken zu fahren, um zu den Campgrounds zu kommen. Ob man damit irgendwie beeinflussen kann, auf welchen Campground man kommt. Dazu muss ich euch sagen, das sind Straßen für ein knapp 2000 Seelendorf. Die sind nicht wesentlich ausgebaut worden. Also die A23 lief hier ja schon lange vorbei, als 1990 das Wacken Open Air gegründet worden ist. Infrastrukturmäßig hat sich hier, was die Verkehrsführung angeht, seit Gründung des Festivals nichts getan. Das sind also Straßen, die nicht dazu angetan sind, 80.000 anreisende Fans wohlbehütet und schnell zum Platz zu bringen. Das geht nur, weil das in den vergangenen Jahren immer besser organisiert worden ist. Demzufolge gilt tatsächlich das, was auf der Wacken-Homepage auch gesagt ist. Wenn ihr die Vorwegweiser zum Festival seht, schaltet euer Navi aus und folgt den Vorwegweisern. Das könnt ihr zum Beispiel gut bei diesem Schild machen. Die nächste Abfahrt ist dann Wacken-Schenefeld. Die solltet ihr dann auch ruhig nehmen. Die Gefahr, im Stau zu stehen, habt ihr hauptsächlich dadurch selber im Griff, dass ihr eure Anreisezeit gut wählt. Es gibt absolute Spitzen im Anreiseverkehr. Da hat im letzten Jahr dann auch auf der Wacken-Homepage das Ergebnis einer Befragung dann gestanden. Das ist dort veröffentlicht worden, wann die meisten so ungefähr planen anzureisen. Und daraus ergaben sich dann so Hotspots, Zeitfenster, in denen also mit einem besonders verstärkten Andrang zu rechnen ist. Das war unter anderem letztes Jahr am Mittwoch dann der Fall. Und hier haben wir die Abfahrt Schenefeld-Wacken. Es ist schon so, dass sich eine frühe Anreise wirklich lohnt. Denn man wird auf den Campgrounds wahrscheinlich einen Stellplatz dann abbekommen, der deutlich dichter an der Campingplaza am Infield ist, dass die Laufstrecken nicht so groß sind. Aber man hat nur begrenzt Einfluss darauf, wo man steht. Insofern ist es tatsächlich empfehlenswert, dass ihr rechtzeitig anreist, frühzeitig anreist, und es hat sich auch bewährt, seine Anreisezeit so zu wählen, dass man nicht in der Mittags- und Nachmittagshitze hier ankommt, weil sich dort häufig dann doch die großen Staus dann bilden. Also sehr, sehr früh morgens hier anzurollen, das kann schon sehr, sehr günstig sein für euch, dass ihr dann nicht so viel Verkehr habt. Es wird dann üblicherweise so sein, dass die Ordner euch dann gegebenenfalls auch in Warteschleifen um den Ort führen. Direkt durch die Dorfstraße, wie das früher der Fall ist, wird schon seit einigen Jahren nicht mehr geleitet. Also sobald der Verkehr anfängt, wirklich Fahrt aufzunehmen, ist da eigentlich abgesperrt und permanent dann kontrolliert. Und man wird einmal außen rum geführt, nach Gribom dann ran, wo man dann als erstes wahrscheinlich an den Campgrounds Y vorbeikommt. Das sind die Campgrounds, die man extra buchen muss. Also da seht ihr zwar dann schon Einfahrten und Campgrounds und einige werden dort schon abfahren. Die haben dann aber diese kostenpflichtigen Parzellen gebucht,
Wundert euch also nicht, dass die dann alle da schon einen Campground dann finden und da schon rein können und ihr noch nicht. Wenn ihr eben nur das normale Ticket habt, dann ist das tatsächlich so, dass an Campground Y ihr noch vorbeigeführt werdet, aber kurz danach ist dann die Einfahrt auf die anderen Campgrounds oder eine der Haupteinfahrten. Kurz hinter der Ortseinfahrt habt ihr dann gleich zur linken Hand eine Abfahrt zu den Supermärkten. Wir haben hier Edeka, wir haben hier Netto mit einer Backstube mit da drin und da drüben habt ihr den Battle Merchant. Da werden dann auch Erzeugnisse der Wackenbrauerei verkauft. Das ist natürlich während des Festivals auch nochmal eine gute Möglichkeit für euch, an Sachen heranzukommen, die ihr vergessen habt oder die ihr dann doch vermisst, die ihr nochmal haben wollt. Hier kann man auch gut vom Festivalgelände zu Fuß hergehen. Das ist eine gewisse Strecke, gar keine Frage. Aber ist machbar. Nach meinem derzeitigen Kenntnisstand wird es dieses Jahr keinen Supermarkt auf dem Festivalgelände geben. Wir hatten ja 2019 ein Kaufland, einen mobilen Kaufland auf dem Gelände direkt mit drauf. Letztes Jahr hatten wir dann anstelle dessen auf dem Wackengelände den Farmers Market. Auf dem Farmers Market bekommt ihr lokale Erzeugnisse. Also das soll dieses Jahr größer werden, als es im letzten Jahr gewesen ist. Da sollen noch mehr Händler dann entsprechend anbieten können. Einen Supermarkt, wie es ihn 2019 gegeben hat, wird es aber meines Wissens nach dieses Jahr nicht geben. Hier habt ihr aber alles vor Ort. Wenn ihr jetzt im Anreiseverkehr seid, würde ich mir das überlegen, ob ich jetzt hier unbedingt einplane im Anreiseverkehr, wo jetzt sowieso Stau ist, dann hier auch noch einkaufen zu wollen. Also ich denke mal, das könnte ziemlich wuselig werden, dass viele dann nochmal so, oh Mensch, ich habe noch dies oder das vergessen, in letzter Sekunde hier nochmal den Zwischenstopp machen wollen. Dann wieder danach zurück in den Verkehr, wieder in den Stau sich einfädeln. Ist garantiert lustiger, was anderes zu machen in der Zeit. Tipp, wenn ihr das merkt, dass ihr irgendwas vergessen habt, nochmal in euch gehen, Abfahrt Itzehoe. In Itzehoe sind einige Supermärkte, da habt ihr also auch viel Auswahl, welchen Supermarkt ihr bevorzugt und könnt euch dort dann raussuchen, wo ihr dann am liebsten einkaufen wollt. Da wird es auch nicht so überlaufen sein und ihr könnt danach sehr, sehr schnell auch wieder auf der Autobahn einfädeln. Da empfehle ich euch insbesondere Itzehoe Mitte, kurz nach der Störbrücke. Da hättet ihr direkt einen Penny, wenn ihr da von der Autobahn abfahrt. Oder Itzehoe Nord, das würde auch noch sehr gut gehen. Da habt ihr einen Penny, einen Netto, einen Aldi und einen Edeka auf der Ecke. Und auch noch einen großen Getränkemarkt. Das wäre alles dann sehr, sehr dicht an der jeweiligen Autobahnabfahrt und danach natürlich auch wieder der Auffahrt. Also wenn ihr noch was an Versorgungsgütern braucht, da seid ihr da sicher schneller wieder auf der Strecke zurück, als wenn ihr dann hier in Wacken dann noch was versucht einzukaufen. Und hier kommen wir auf die Kreuzung zu, die dann anders geregelt sein wird, wenn es hier wirklich losgeht. Hier, wo jetzt eigentlich noch Vorfahrt gewähren gilt, wird eine abknickende Vorfahrtstraße eingerichtet werden. Hier, wo es in die Dorfstraße reingeht, wird abgesperrt sein. Dann sind wir hier auch schon an der 9. Bühne des Wacken Open Airs, der LGH Club Stage. Wenn ihr euch gefragt habt, wo das jeweils ist, das ist der alte Landgasthof. Da, wo alles mal angefangen hat, im Landgasthof Wacken, da ist dann die zusätzliche Bühne. Da treten dann also auch nochmal Bands auf, die ihr auch auf der Playlist, dann auf der Setlist dann tatsächlich habt, im Line-Up. Und das ist dann die Bühne, da müsst ihr wirklich dann ins Dorf, durch den Ort durchlaufen. Das können aber ganz tolle Konzerte sein hier. Da bin ich mal gespannt, wie der Status ist, wenn wir wirklich soweit sind. Ob die bis dahin fertig sind mit dem Abriss. Kurz nach dem Abzweiger auf der Dorfstraße habt ihr hier drüben dann Sievers Backstube. Da könnt ihr euch dann auch noch mal zum Frühstück dann versorgen. Und hier ist natürlich der Ali's Bistro Imbiss, der Dönerladen von Wacken. Kann ich euch sehr empfehlen. Leckerer Döner. Er wird für das Festival die Speisekarte verkürzen. Das geht nicht anders. Bei den Menschenmengen, die wir hier dann haben, wird es dann nicht die große Auswahl geben, die wir jetzt aktuell hier noch haben. Ich habe vorher gefragt, es ist für alle okay, dass sie im Video sind. Also von daher, hier seht ihr die normale Auswahl. Das wird, wie gesagt, verkürzt werden. Nur mal so als Tipp, der normale Standarddöner, der wird hier 8 Euro kosten. Wenn euch der Sinn nach Döner steht, könnt ihr hier dann gut vorbeikommen und euch da nochmal entsprechend einen Döner schnappen. Ja, und da sehen wir sie schon im Hintergrund, die Duhorn-Apotheke. Oh, und die örtliche Dorfjugend, die sich hier sportlich betätigt. Klasse, hast du super gemacht. Nur wenige Meter weiter, also noch dichter am Busbahnhof sozusagen, oben, wo ihr durchgeht ins Dorf, ist dann hier die Duhorn-Apotheke. Wenn ihr also irgendwo Bedarf habt für irgendwelche Medikamente, für irgendwelche Versorgungsgüter, ihr findet hier in absoluter Nähe eine Apotheke.
die gut bestückt ist, die auch schon so Erfahrungen gesammelt hat in den letzten 30 Jahren, 33 Jahren. Welche Dinge denn besonders gebraucht werden, so Hühneraugenpflaster etc. habe ich mir sagen lassen, ist hier immer wieder ein Verkaufsschlager. Also da bekommt ihr hier alles. Die sind auch gut besetzt während der Zeit. Ja, die Old Metal Bar ist auch schon am Aufbauen. Die ersten Gerippe hängen hier schon und die Stehtische und das Zelt ist auch schon fertig installiert. Dann gucken wir noch mal ein bisschen bei den Campgrounds vorbei, wie da der aktuelle Status ist. Jetzt habe ich euch ja am Anfang des Videos schon versprochen, dass ich ein paar Tipps gebe, was ihr an Festivalbedarf einplanen solltet. Und dafür habe ich mir ein paar Sachen sogar mitgebracht. Letztes Jahr hatten wir ein extrem staubiges, trockenes und sehr, sehr heißes Wacken Open Air. Demzufolge eine Lehre für mich aus dem letzten Jahr. Ich hatte eine Kopfbedeckung mit, die stand mir noch nicht besonders gut. Kopfbedeckung kann ich euch sehr empfehlen. Es muss nicht sowas sein, aber irgendetwas, was euch ein bisschen Schatten spendet. Genauso wichtig wie ein Schattenspender auf dem Kopf ist natürlich dann auch die Sonnencreme. Ich empfehle eigentlich immer nur noch 50 plus. Was anderes ist eigentlich eh nur noch Augenwischerei. Was dann nicht schaden kann, speziell in den Abendstunden, ist dann ein Mückenmittel. Hier habe ich mal als Beispiel Autar mitgenommen. DEET-haltige Mückenmittel würde ich euch nicht empfehlen. Das braucht man in den Tropen. Aber hier in Europa reicht eigentlich ein Icaridin-haltiges Mittel, also wo Icaridin der Hauptwirkstoff ist. Da wollte ich eigentlich auch noch mal ein Video drüber machen. Werde ich jetzt vor Wacken Open Air nicht mehr schaffen, aber dann für euch so als schnelles Update. Autan hat als Beispiel den Hauptwirkstoff Icaridin. Das nächste, was ich euch hier für meine Liste mitgebracht habe, ist ein Platzhalter. Aber die berühmte Dose Dosenravioli darf natürlich nicht fehlen. Auch ohne Dosenöffner zu öffnen. Kann man kalt oder warm essen. Gibt eine gute Grundlage, wenn man dringend mal wieder eine nötig hat. Macht euch Gedanken darüber, was ihr dann die Tage, die ihr hier sein wollt, dann vielleicht am Campground dann auch essen wollt. Dringender Hinweis zum Kochen. Grillen ist erlaubt auf dem Gelände. Ihr dürft Holzkohlegrills benutzen. Ihr dürft auch Gasgrills benutzen. Was definitiv verboten ist und wo auch die Ordner da, dann auch einschreiten werden. Offenes Feuer ist nicht erlaubt auf dem Gelände. Das ist einfach zu gefährlich, das kann man auch nachvollziehen. Aber ihr dürft auch Holzkohlegrills mitbringen. Kümmert euch dann nur entsprechend auch um eure Grills, dass die sauber abgelöscht sind, dass das nicht irgendwann dann plötzlich dann doch zu einem Brand führt. Damit haben wir es dann auch in der Hand, dass auch in zukünftigen Jahren dann das Grillen mit Holzkohlegrills weiterhin erlaubt ist. Wo wir gerade bei erlaubten Mitbringen sind, ihr dürft auch Getränke ohne Ende mitbringen. Das ist überhaupt gar kein Problem, da findet auch keine Mengenkontrolle oder irgendwas statt. Aber wir haben ein Glasflaschenverbot auf dem Gelände. Ihr solltet also dann entsprechend auf das Dosenbier umsteigen. Was ich euch auch empfehle, auch wenn ihr zum Beispiel mit der Bahn anreist, also gar nicht so viel Gepäck mitnehmen könnt. Es ist doch sehr praktisch, wenn ihr vielleicht irgendwie einen kleinen Faltkanister oder irgendetwas euch besorgt, was ihr dann auch noch gut in eurem Rucksack mitnehmen könnt. Es sind hier auf dem Gelände nachher überall Wassertankstellen, Trinkwassertankstellen, wo ihr dann euren Bedarf für euren Campground dann auch entsprechend dann auffüllen könnt. Da ist es aber natürlich praktisch, dann auch ein Behältnis drin zu haben, mit der man dann auch mal nicht nur irgendwie einen Liter Wasser dann holen kann, sondern wo man dann vielleicht auch mal 5 bis 10 Liter sich dann schon mal auf dem Campground parat legen kann. Ich glaube, ich bin schon bei den Wasteland Warriors angekommen und die haben mich hier gleich eingegittert. Naja, ich hoffe, die lassen mich dann rechtzeitig zu den Konzerten dann auch wieder raus. Aber woran ihr aber denken solltet, ist Regenbekleidung. Ich weiß noch nicht, wie die Wettervorhersage für die konkrete Festivalwoche ist. Aktuell haben wir eher so eine gemixte Wetterlage. Dann kommt die Sonne durch, dann wird es auch gleich wieder brutal heiß. Dann kommt aber doch schon wieder der nächste Gewitterguss. Also es könnte auch mal wieder ein schlammiges Wacken Open Air werden dieses Jahr. Das Gelände ist jetzt, ich bin eben gerade mal so ein bisschen auf die Wiese vorne raufgegangen, um mal zu gucken, wie nass der Boden aktuell ist. Das geht eigentlich, der ist sehr, sehr trocken gewesen. Das heißt, das, was wir an Regenfällen in den letzten Tagen gehabt haben, das ist gut vom Boden aufgenommen worden. Aber ihr wisst, wie schnell sich der Boden hier verändern kann, wenn 80.000 Leute da drüber laufen und es währenddessen dann auch noch zu Regenfällen kommt. Also Gummistiefel und regenfeste Bekleidung wäre dann doch zu empfehlen, dieses Jahr wieder einzupacken. Nicht, dass ihr in Erinnerung an das letzte Jahr denkt, nee, eher die Staubmaske ist wichtig. Da wären wir aber gleich auch noch bei dem nächsten Punkt. Tatsächlich ist eine Maske, es muss keine FFP2-Maske sein, die ihr lange genug alle aufgehabt habt, aber eine Maske ist tatsächlich für alle diejenigen von euch empfehlenswert, die dann auch gerne mal ins Moshpit rein wollen. Letztes Jahr war es tatsächlich so, dass ich einige Leute gesehen habe, die dann nach den Konzerten, als sie aus dem Moshpit rauskamen, wirklich hier so rund um die Nase und um den Mund
schwarz waren. Ne? Also da ist so viel Staub aufgewirbelt worden. Die haben mir also den halben Wackener Acker sozusagen eingeatmet. Da kann ich mir sicherlich was Angenehmeres vorstellen. Für solche Zwecke ist so eine kleine Staubschutzmaske dann vielleicht dann doch nochmal ganz sinnvoll. Da gibt es auch welche bei den entsprechenden Läden hier, Metal Merch und wie sie nicht alle heißen, die dann auch entsprechend mit Logo das Ganze dann versehen, dann auch ein bisschen ansehnlich machen. Könnt ihr sie sehen? Die beiden Störche sind jetzt nur ein paar Meter von mir weg hier. Hier wird in ein paar Tagen die Louder Stage aufgebaut werden. So, die Banner hängen schon. Hashtag Because Metal. Hier sind wir jetzt in dem Campground-Bereich, wo nachher das International Camp dann steht. Und hier auf diesem Campground hatte ich dann letztes Jahr dann nämlich auch die Deadly Foreskins. Die hatten dann in dem Bereich ihren Auftritt immer. Na, also ihr seht, diese Campgrounds sind aktuell noch ziemlich leer. Und ich habe gerade eben die Family getroffen, die ist hier gerade auf Abendrunde gewesen, die das Wikinger-Schiff gebaut hat in Gribrom. Da werde ich jetzt nämlich gleich auch nochmal vorbeifahren. Aber vorher gucken wir uns nochmal den Bereich an, wo die Faster und die Harder Stage entstehen wird. Ah, hier sieht man schon ein bisschen mehr von den Vorbereitungen. Hier stehen dann auch schon die ersten Zäune beim Infield. Stage-mäßig ist noch nicht viel zu sehen. Wir sind hier so zwischen dem Bereich, ich glaube, das könnte da vorne das Wackinger sein. Hier sind dann also auch die Platten, die Metallplatten, mit denen dann die Straße hier abgedeckt ist in der Zeit, damit die nicht kaputt gedrückt wird. Da drüben ist schon eine ordentliche Zeltlandschaft aufgebaut. Und da haben wir dann nochmal schön das Open-Air-Schild hier. Das könnte sehr gut hier der Bereich Wackinger sein. Da hinten dann die Campingplaza. Ist schwer, das wiederzuerkennen, wenn das noch im Aufbau begriffen ist. Aber da hinten durch die Bäume seht ihr schon durchblitzen. Da ist schon eine ganze Zeltstadt aufgebaut. Das dürfte das Artist Village sein. Wollen wir mal gucken, ob ich die Drohne noch mal in die Luft kriege. Die wollte eben nicht so richtig. Die wollte sich erstmal jetzt komplett neu kalibrieren. Und es wird allmählich schon etwas dunkler. Und ich will hier gleich auch noch beim Wikinger-Schiff schnell vorbeischauen. Von daher 5 Minuten gebe ich der Drohne noch. So, hier ist jetzt der Bereich, wo dann auch die Orga stattfindet. Da hinten stehen schon ohne Ende Quads, die dann nachher gebraucht werden und andere Fahrzeuge parat. Und wir haben hier schöne Mobilfunktürme. Halt, stopp. Manchmal läuft das Leben ganz anders, als man sich das so gedacht hat. Ich hatte jetzt eigentlich vor, an der Stelle nochmal meine Drohne in die Luft zu jagen, da nochmal schöne Aufnahmen dann zu machen von dem Gelände, wie es jetzt so im Aufbau befindlich ist. Das ging zu dem Zeitpunkt auch noch, da war alles noch frei zugänglich, die Fahrwege waren noch nicht abgesperrt. Aber meine Drohne hat die Zusammenarbeit verweigert und so habe ich mich dann entschlossen, dann doch lieber zu den Leuten rüberzufahren, die ich unterwegs da ja kurz getroffen hatte schon, die mich erkannt haben letzten Endes. Oh, guck mal. Das ist der, in dessen Video unser Wikinger-Schiff auftaucht. Die hatten also das Wikinger-Schiff gebaut. Dann bin ich zu denen rübergefahren. Ich schneide euch hier noch mal kurz das Wikinger-Schiff bei Tageslicht rein. Denn als ich dort ankam, bin ich so herzlich empfangen worden. Also ganz liebe Grüße an Nadine und Christian. Wir haben abends da sehr, sehr nett noch draußen gesessen und haben über Gott und die Welt gequatscht. Über Legend of Wacken haben wir auch noch viel gequatscht. Da erzähle ich gleich auch noch ein bisschen was dazu. So dass es dann, als wir uns dann umdrehten, plötzlich stockfinsterste Dunkelheit war und das Wikinger-Schiff kaum noch zu sehen. Hat drüben alles ein bisschen länger gedauert. Eigentlich wollte ich die Drohne noch in die Luft kriegen, das habe ich heute nicht so richtig geschafft. Aber dabei habe ich ja bei der Gelegenheit dann den Christian und die Nadine noch getroffen. Die waren dann nochmal auf Abendjoggingrunde. Ne? Prost. Moin, Prost. Bei mir ist übrigens dann hier 0-0, weil ich muss mit dem Auto ja gleich noch wieder dann fahren. Also ne, das Alkoholfrei ist bei mir heute angesagt. Und das sind zufälligerweise nämlich die, die hier in Gribom das schöne Wikinger-Schiff gebaut haben. Und das gucken wir uns jetzt gleich im Dunkeln noch mal ein bisschen mit seiner Kopfleuchte dann an, dass wir ein bisschen was davon sehen. Denn wenn ihr dieses Wikinger-Schiff seht, dann könnt ihr euch freuen, weil dann seid ihr schon in Gribom kurz vor der Einfahrt von den Campgrounds, also ein kleines Stück weiter. Da hinten soll dann ja auch der Kiss-and-Ride-Parkplatz sein. Der ist dann auch kurz hinter dem Drachenboot, das ihr hier dann seht. Der ist hinter einem Erdwall versteckt. Deswegen konnte ich ihn noch nicht sehen. Aber bis das bei euch losgeht, bis ihr anreist, wird das dann ja auch ausgeschildert sein. So dass ihr, wenn ihr das Schiff seht, eigentlich schon es fast auf die Campgrounds geschafft habt. Die ersten Campgrounds, die dann auf der rechten Seite kommen für euch, ist dann Campground Y. Wer also auf Campground Y sich eine Parzelle gemietet hat, der ist dann schon unmittelbar vor der Einfahrt. Wer nicht auf diesen Sonderparzellen ist, sondern im allgemeinen Campground dann untergeht, der muss noch ein kleines Stück weiter, bis er dann auch auf die Campgrounds dann eingewiesen werdet. Ne?
Okay, dann gucken wir uns das Schiff mal an. Ich nehme meinen 00er mit. Ja, gucke mal. Inzwischen ist jetzt auch der Drachenkopf dran. Ich glaube, bei meinem ersten Video war der... Nee, ein Wolfskopf, nicht ein Drachenkopf. Genau. Der Wolfskopf, der war, glaube ich, bei meinem ersten Video noch nicht dran. Ne? Und das Ganze ist aus Palettenholz gebaut. Ihr habt irgendwie, ich glaube, 150 Paletten erstmal überhaupt angetragen. Ja, hier. Genau. Die hat unser Nachbar mit seiner A-Klasse immer fünf Stück immer nach Dienst mitgenommen aus Hamburg hierher. Ja, und hat er sich bei sich gelagert oder bei uns halt, ne? Ja, und dann ging das im Frühjahr schon los. Ich habe eben Bilder gezeigt bekommen, da sind die hier wirklich noch mit Winterjacken im Gang, weil es ein bisschen kälter ist, ne? Vorsicht hier, Erdanker. Die sind dafür da, weil das hier ab und zu mal windig ist, dass wir das abspannen können, dass das nicht wegfliegt, ne? Wegen Versicherungsschutz. Ja, man muss ja auch aufpassen. Ja, also wir haben hier drinnen einen Tisch für 12 Leute, 14 Leute. Das ist quasi... Das ist schon richtig wohnlich hier. Jupp. Warte mal, ich muss mal hier. Das ist quasi ungefähr so ein, das ist nur so ein Probesitz. Ja. Davon werden hier 12 Stück drin sein. Dann haben wir vorne, unten steht dann Nebelmaschine und die Box drunter mit der Musik. Oben drauf können 2 Leute sitzen, ganz oben noch einer, ne, da ist noch eine Lehne. Ja. Wir haben hier überall Abstellmöglichkeiten für Bier. Wichtig. Na, auch man da. Muss ja wissen, wo man seinen Kram lässt. Ne? Genau, auf der Seite kommen nachher noch die Ruder und die Schilde, das quasi von der Straße hin, dass man das von der Straße aus dann sehen kann, genau. Hier an dem Laternenmast bzw. an dem Fahnenmast kommen nachher quasi noch 2-mal Sonnensegel, dass wir hier auch sonnengeschützt sind. Ja, und dann heißen wir euch hier herzlich willkommen. Ne? Und vorne vor soll noch ein apokalyptischer Reiter noch entstehen. Der ist jetzt also im Moment noch nicht zu sehen. Genau, der ist noch in seiner Behausung. Mhm. Der zieht quasi das Schiff... mit einem Tau nach Valhalla. Ja. Der steht quasi hier vorne zwischen, ja, steht ungefähr hier. Ja. So viel also da zum Wikingerschiff. Wir haben uns an dem Abend auch noch viel ausgetauscht über alles, was so in Wacken passiert ist, was wir selber aus unserer eigenen Vergangenheit erinnern. Getriggert natürlich auch, das darf man nicht vergessen. Durch die RTL-Serie, RTL-Plus-Serie Legend of Wacken. Hatten die auch schon komplett durchgesehen. Ich habe es mir auf Nitro im Free TV angeguckt, habe die Serie auch quasi an 2 Abenden dann weggebinged. Die Darsteller waren top besetzt in der Serie, also sowohl die jungen Holger Hübner und Thomas Jensen Darsteller, als auch die, die sie dann in der heutigen Zeit dann dargestellt haben, waren wirklich mega, mega ähnlich. Also es passte wie Faust aufs Auge. Und die Story, auch wenn man zuerst, ich habe wirklich gedacht, das ist ein bisschen arg konstruiert, so mit ja und liegt da irgendwo auf der Intensivstation im Krankenhaus Itzehoe und die wollen ihm dann Geschichten erzählen, um aus dem Koma zurückzuholen. Natürlich ist das der Aufhänger für die Serie, dass man irgendwo das Storytelling machen kann. Und es ist ein geschickter Kniff eigentlich eines Drehbuchautors gewesen. Aber die Umsetzung steht dem auch tatsächlich dann in nichts nach. Es ist wirklich super umgesetzt worden. Ich habe also auch schon andere Serien gesehen, wo dann ein Drehbuch so geschrieben ist, und gesagt, es kann ich mir nicht angucken, es ertrage ich nicht. Das ist hier überhaupt nicht der Fall. Diese Serie ist wirklich super klasse und umgesetzt. Die Figuren sind ganz, ganz toll besetzt. Also für mich ein Mega-Highlight war Detlef Buck als Bauer Uwe Trede. Ne, also Jungs, eure Musik, ne, die ist, ich sag mal, scheiße. Ne? Detlef Buck, du hast wahrscheinlich einige Bonbons für die Ewigkeit da in die Kamera gesprochen, die garantiert vom Original auch in ähnlicher Form oder sogar identischer Form mal gefallen sind. Aber in der Darstellung, die hat man den Bauer Uwe Trede sowas von abgenommen und das hat einen dermaßen Spaß gemacht. Ein anderes Mal kam er in der Serie dann in die Garage, in das Garagenbüro dann rein. Da hatten die Jungs gerade enorme Bedenken wegen der enormen Schulden, die sie dann aufgebaut hatten, schon durch das Wacken Open Air. Und da kam er dann mit dem Schnack, Jungs, man hört doch nicht auf zu ernten, nur weil das einmal regnet. In diesem Sinne kann ich euch tatsächlich empfehlen, diese Serie sich nochmal anzugucken. Wer es noch nicht geschafft hat, auf RTL Plus kann man sie immer noch streamen. Ich vermute auch, dass sie irgendwann dann auch nochmal im Free TV dann nochmal kommen wird, aber natürlich jetzt nicht zeitnah. Wenn man kein RTL Plus hat, dann kann man natürlich auch einfach jetzt mal ein Probeabo abschließen. Das ist für einen Monat kostenfrei und die Serie ist schnell weggeschaut. Dann schaut ihr euch die Serie an und wer das RTL Plus danach nicht mehr nutzen will, der kann es ja dann auch wieder in dem Probeabo-Zeitraum dann auch wieder beenden.
Aber von mir habt ihr eine Empfehlung, die Serie kann man sich wirklich angucken. Bringen. Ich habe noch eine Kleinigkeit für euch, wenn ihr euch mit den Bands beschäftigen wollt. Da habe ich nämlich per Zufall eigentlich, als ich nur einmal selber in YouTube rumgeguckt habe, zwei Kanäle gefunden. Beides sind ganz winzig kleine Kanäle. Es sind einfach nur Leute, die sich selber für Wacken begeistern. Der eine ist Chacapero und der andere ist Wackend 2023. Also der Wackend 2023 scheint mir aus den USA zu kommen. Chacapero ist irgendwo aus Südamerika. Beide haben sich die Mühe gemacht, eine Playlist aufzustellen. Der eine, Wackend 2023, die Links dazu packe ich euch hier unter das Video, hat eine Playlist erstellt, alle Bands Wacken 2023. Das stimmt so natürlich nicht, denn ich habe mal durchgezählt, ich bin auf knapp über 200 Bands gekommen, wenn man sich die Liste anguckt, der Bands, die dort genannt sind, die dort spielen sollen. Er hat in seiner Playlist aber, glaube ich, nur so 71, 72 Bands. Aber er hat eben auch von den unbekannteren Bands sich jeweils immer ein Lied rausgesucht. Also jeder auf dieser Liste ist nur mit genau einem Lied vertreten. Da kann man dann also mal reinhorchen, wenn einem der Bandname überhaupt nichts sagt oder ihr Langeweile habt auf dem Weg nach Wacken. Ist das vielleicht auch ideal, sich diese Playlist dann einmal durchzuhorchen auf dem Auto. Dann könnt ihr dann mit eurer Reisegruppe schon mal festlegen, welche Bands, die ihr noch nicht kennt, denn vielleicht sich interessant anhören, um da mal zu den entsprechenden Bühnen zu gehen. Ich empfehle euch, eine kleine Menge an Bargeld mitzubringen, alleine wenn ihr dann auf die Darfstraße gehen wollt und dort dann irgendwo eine kleine Bratwurst oder irgendwas holt. Dort kann man natürlich sehr gut mit Bargeld bezahlen. Wenn ihr vor Ort dann Geld aufladet an den dortigen Top-Up-Stationen, dann wird bei der ersten Nutzung einer Top-Up-Station euch eine Gebühr von 3 Euro dafür berechnet. So war es im letzten Jahr. Diese Gebühr von 3 Euro könnt ihr umgehen, wenn ihr vorab bereits in euren Wacken-Account einfach Geld aufladet und dann, wenn ihr euer Ticket, euer Bändchen dann holt, bei der Bändchenausgabe, wird euer Ticket und euer Bändchen ja zueinander gepaart, dann ist das Geld, was ihr in eurem Wacken-Account hinterlegt habt, in dem ja auch euer Ticket hinterlegt ist, dann automatisch auch mit dem Geld dort im Wacken-Account dann verbunden. Das macht also absolut Sinn, dass man da vorher einen gewissen Geldbetrag einfach auflädt. Man muss auch keine Angst haben, dass man das Geld nachher nicht wiederkriegt. Also man kann ruhig hochrechnen, was werde ich wahrscheinlich in der Zeit ungefähr so verbrauchen und sich dann vielleicht noch einen kleinen Sicherheitspolster, was man sich dann budgetmäßig dann gönnen will. Das Geld lässt sich dann, wenn Wacken Open Air vorbei ist, sehr, sehr einfach auch wieder auszahlen. Das dauert eine kurze Bearbeitungszeit. Das hat im letzten Jahr bei mir eine Woche gedauert und dann war das Geld ausgezahlt. Wie geht's jetzt hier weiter? In einer Woche ist Wacken. Und in einer Woche werde ich da sein. Ich plane die Anreise tatsächlich direkt gleich am Montagmorgen. Mein Urlaub ist genehmigt, ist durch. Also ich werde so früh wie möglich dann aufs Gelände ziehen und dann auch dort versuchen, dann auch schon eure Anreise dann mitzufilmen, mitzudokumentieren. Wir wollen mal schauen, wie schnell ich dann irgendwo das erste Video davon zusammengeschnitten bekomme. Vielleicht kann ich euch am Montagabend schon eure eigene Anreise zeigen. Vielleicht wird es auch erst Dienstag. Das müssen wir mal schauen. Aber ich habe eigentlich vor, so wie im letzten Jahr, es hat mir einen Heidenspaß gemacht, sowohl mit euch dann während des Films zu interagieren, als auch danach, wenn ihr mir dann die Kommentare dann unter die Videos geschrieben habt. Mein Plan ist es auch dieses Jahr wieder, an jedem Tag ein Video zu bringen. Wir sehen uns also wieder auf dem Holy Ground Wacken 2023. Rain or Shine!